Diatonische Dreiklänge sind diejenigen Dreiklänge, die sich mit den Tönen der C-Dur-Tonleiter bilden lassen. Alle sieben Stufenakkorde beinhalten nur Töne, die in der C-Dur-Tonleiter enthalten sind. Auf der ersten Stufe finden wir einen C-Dur-Dreiklang, auf der zweiten einen D-Moll, auf der dritten einen E-Moll, auf der vierten einen F-Dur, auf der fünften einen G-Dur, auf der sechsten Stufe einen A-Moll und auf der siebten Stufe einen B- bzw. H vermindert. Es sind drei Dur, drei Moll und ein verminderter Dreiklang. Die Hauptkadenz der Tonart C-Dur besteht aus den Dreiklängen C-Dur, F-Dur und G-Dur. Auf der fünften Stufe finden wir die Dominante G. Und das ist der Akkord, den wir brauchen, mixolydisch und Blues zu spielen. G7 ist aber nicht der Akkord, den wir haben wollen, denn wir wollen ja einen Blues in A spielen. Also müssen wir alles um zwei Bünde nach oben verschieben. Dann befinden wir uns in der Tonart D-Dur. Die diatonischen Dreiklänge, die sich mit der D-Dur-Tonleiter bilden lassen, sind D-Dur, E-Moll, Fis-Moll, G-Dur, A-Dur, B-Moll bzw. H-Moll und Cis vermindert. Nun haben wir auf der fünften Stufe einen A-Dur-Dreiklang, als Vierklang einen A-7 und wir haben eine offene Bassseite, die A-Seite. Die Hauptkadenz der Tonart D-Dur sind die drei Dur-Akkorde D-Dur, G-Dur, A-Dur. Beachte, dass jetzt nicht mehr C-Dur die Tonika ist, sondern D-Dur. Was vorher F-Dur war, ist jetzt G-Dur und was vorher G-Dur war, ist jetzt A-Dur. Die Tonleiter über den G-Dur-Akkord ist lydisch. Sie beinhaltet eine übermäßige Quarte. Auf der fünften Stufe befindet sich also ein A-Dur-Akkord, die Dominante. Die Moll-Parallele der Tonart D-Dur ist B-Moll bzw. H-Moll. Der Akkord, der in der Tonart C-Dur der A-Moll-Akkord ist, ist in der Tonart D-Dur der B-Moll-Akkord. Über die Dominante A-Dur der Tonart D-Dur verwenden wir die mixolydische Tonleiter. Somit können wir unseren Blues Rock in A-Dur spielen. Somit können wir Blues, Rock, Hard Rock in A-Dur spielen, wobei A-Dur nicht ganz richtig ist, denn es ist nicht die Tonart A-Dur, sondern D-Dur. Beziehungsweise es ist A-Dur mixolydisch, das heißt es ist Dur, jedoch mit der kleinen Septimen.
Nicht darum, die verminderte Tonleiter Ton für Ton rauf und runter zu spielen. Es geht um die Töne, die zur Auswahl stehen, die man verwenden kann, um über einen Dominant-Sept-Akkord zu improvisieren. Improvisieren kann man Töne aus der A-Dur-Pentatonik und der A-Moll-Pentatonik und der A-Blues-Tonleiter verwenden. Dorische und mixolydische Tonleiter unterscheiden sich mit nur einem Ton, die kleine und die große Terz.